Heute geht es um meinen Kosmetikbeutel to go. Wir werden ihn ausmisten, weil nicht das nehme ich mit nach Hamburg. Das könnt ihr vergessen. Das ist ein Täschchen, was ich gepackt habe, weil ich gedacht habe, ich brauche die Dinge da drin. Zum einen ist hier drin ein Hululu Bronzer, den ich auch mag. Allerdings fand ich ihn für den Winter einfach zu stark pigmentiert, zu dunkel. Kommt jetzt mal raus. Die Verpackung ist auch globig. Ich würde das sogar rausholen und das in eine Z-Palette packen. Dann ist hier drin von Backstage Profi Make-up. Das ist, glaube ich, eine deutsche Firma. Hatte ich damals bestellt gehabt, fand ich auch cool. Maya, kotzt du mir gleich hin? Setzi. Ja, finde ich nicht schlecht. Classic. Eyeshadow. Es ist etwas, was ich auch benutzt habe, aber nicht unbedingt in meiner Sammlung bräuchte. Vor allen Dingen das Dunkelblau nutze ich nicht. Hier ist kein Spiegel dran, aber die Eyeshadows sind mega pigmentiert. Also man braucht da wirklich nicht viel. Wenn man die noch kriegen könnte, kann ich sie euch empfehlen. Also von der Pigmentierung her auf jeden Fall. Man kann wirklich noch einige Swatches machen. Schaut mal mit einem Deja, wie viele Swatches. Also tolle Palette. Kann ich mir auch vorstellen, wieder mitzunehmen, also die drin zu lassen, weil ich sie halt eben gerne auch für meine To-Go-Tasche benutzt habe. Dann war hier ein Ei drinne, den ich gereinigt habe nach der Benutzung und dann in Papiertüchern zum Trocknen hingelegt habe. Ich finde das Ebeline-Ei nicht schlecht. Ich muss sagen, natürlich sind die Amber-Schwämme etwas weicher, aber ich komme trotzdem gut mit der abgeschrägten Seite einfach in die Ecken. Wenn ich mir nochmal ein Ebeline-Ei zulege, dann mit der abgeschrägten Seite, weil ich finde das hier zu globig im Gegensatz zu das hier. Könnt ihr das erkennen von der Spitze hier? Es ist halt einfach, ja, mir lieber. Oh, ich hasse das. Ich gehe gleich aus dem Haus und habe überall Swatches. Dann ist hier auch Fit Me Matte & Poreless in der 128 drin. Ist mir aktuell irgendwie mit dem Unterton zu dunkel. Ich würde mir eine andere Foundation mit einpacken. Oder die und noch eine zu mischen. Dann ist von Astor Mattitude Puder drin in der Farbe 001 Ivory. Sehr, sehr hell. Man kann einfach sich so tot schminken, dass man, ja. Man sieht, ich habe da auch ein Hit Depend. Das passt perfekt. Das Puder würde ich auch mitnehmen. Dann hätte ich schon mal eins aufgebraucht. Vielleicht eventuell. Dann ist hier drin ein Blush, den ich wirklich liebe von der Farbe her. Ihr merkt schon, ich gehe so ins peachige Rosenholz. Gar nicht mehr so pink, weil ich eigentlich kaum pink Augen-Make-up schminke, also wenn dann eher so rot, und ich finde Rosenholz passt einfach perfekt. Das ist die Farbe Sugar oder wie auch immer von Make-up Revolution aus dieser ganz, ganz günstigen Reihe, die ich echt nicht schlecht finde. Dann sind hier aktuell ein paar Pinsel drin, und zwar ja, einige, wie ich sehe. Wahrscheinlich einfach nur reingeworfen, wahllos. Zum einen so ein Konturierpinsel habe ich aber immer für Highlighter benutzt, denn dieser Highlighter ist nicht optimal von Pixi bei Petra. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn von der Konsistenz einfach zu trocken. Für mich wäre das ein Aufbrauchprodukt, was ich aber nie wieder nachkaufe. Deswegen ist es auch aktuell da drinne, weil ich es einfach zu schade zum Wegschmeißen finde und auch zu schade, um abzugeben, weil es eigentlich doch relativ teuer ist. Ja. Irgendwie so. Dann habe ich aktuell diese Pinsel drin. Sind meistens Drogeriepinsel. Hier ist noch so ein Konturier und Bronzer. Den benutze ich tatsächlich so. Also um ihn so zu benutzen. Erstmal eine scharfe Kante. Und dann diese Pinsel. Real Techniques ist vertreten zweimal. Dann ja, W7, den ich echt gut finde. BH Cosmetics. Dann habe ich den hier drin, weil er so schön klein ist. Und ich werde auch gleich gucken, welche Pinsel ich mit reinnehme und welche ich von den Pinsel auch aussortiere. Dann ist aktuell eine Eyeshadow Base drin, denn ich brauche immer eine. Meine Lider sind zu ölig. Wenn ich so Creme-Lidschatten auftrage, kann es oftmals sein, dass es einfach in die Lidfalte landet. Es wäre zu schade, um 25 Minuten zu investieren, um dann alles in der Crease zu haben. Dann ist auch aktuell meine liebste wasserfeste Mascara drin. Also das ist wirklich, das ist ein Favorit, den ich echt immer vergesse zu erwähnen, weil er in der Kosmetiktasche ist. Damit erzeuge ich Volumen, Definition und auch Trennung. Definition, Volumen und Trennung. Also irgendwie alles in einem und das nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Also genau richtig. Finde ich toll von der Mascara her, kann ich euch absolut ans Herz legen. Aber die wandert auch wieder da rein.
Dann habe ich auch eine nicht wasserfeste Version, die mir einfach zu schmierig ist. Die werde ich jetzt aussortieren. Die schmiert nur rum. Das macht für mich gar keinen Sinn, wenn ich dann immer Datscher hier unten habe. Die ich aktuell verwende, finde ich eigentlich so gut, dass sie nicht datscht und wirklich gut ist. Sehr glowy heute. Sehr, sehr glowy. Dann ist auch ein Primer drinne. Ich muss hier immer die Produkte sauber machen, weil die fliegen da ja ewig rum. Get Pictures Ready hat so ein Soft, wirklich, der schließt die Poren. Für das kleine Geld, wenn es das noch gibt, kann ich euch ans Herz legen. Ist so ein bisschen roséfarben und eher so silikonig. Also eher so, aber sehr, sehr, sehr smooth und sehr musig eher. Also gar nicht so silikonig, sondern eher so musig von der Konsistenz, feiere ich. Ja, darf auch da eigentlich drinne bleiben. Dann habe ich noch einen Kabuki, den ich vergessen habe, um Puder aufzutragen. Dann ist hier noch eine Augenbrauen-Geschichte drin, die ich auch drin lassen werde dann. Von ja, Essence Make Me Brow, den ich echt gut finde. Dann ist hier noch, sind noch zwei Pinsel, die ich auch drin lassen werde. So zum Rausdrehen kann man Rouge auftragen, kann man Kontur auftragen. Die waren in einem Tauschpaket und die feiere ich wirklich. Würde ich gerne noch waschen und dann da wieder zurückpacken. Dann ist noch drin ein roter Lippenstift, den ich heute auch tragen könnte. Von, ja, ist so ein pflegender Astor. Ich liebe diese Astor Lip Butters. Die finde ich echt schade, dass sie raus sind in der Farbnuance. Kann ich euch nicht sagen. Keep in Touch oder sowas. Ganz, ganz leicht sieht man es. Es krabbelt sich halt schnell ab. Und dann ist noch ein Liquid Liner drin, den ich echt aussortieren sollte. Der kommt jetzt auch in die aufgebrauchte Tasche, wie auch immer. Dann ist hier noch ein Concealer, der mir irgendwie ja nicht so richtig zusagt. Aber ja, ich mache den platt und dann ist gut. So, ihr Lieben, die Tasche ist leer. Ich werde das Video jetzt cutten, damit ich einfach ja die Produkte wieder neu befüllen kann. Und die Sachen, die da wieder reinkommen, mache ich wieder rein und dann zeige ich euch mal das Täschchen nochmal. Hey, bis gleich! Herzlich willkommen zu einem, nee, Quatsch, nicht herzlich willkommen zu einem neuen Video, zum Teil 2. Ich packe meinen Koffer und nehme mit nach Hamburg. Ich fahre zu meiner Mutter und zum Opi und meine Tante ist noch da und eigentlich die ganze Family ist noch da. Und ja, ich nehme ein paar Sachen mit, ist doch klar. Ich richte mich ja auch da, auch manchmal nicht. Also je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Ich muss mich nicht schminken, das sagt mir keiner. Aber ich mache das einfach gerne morgens, mich einfach auf den Tag zu freuen. Und ja, das ist mein Täschchen. Hier ist aktuell alles drin und ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen, was ich mitnehmen werde. Ich komme, denke ich, zuerst zu meinem Nagellack, was ich mitnehmen werde. Ich habe, also wenn das Video online kommt, weiß ich nicht, ob ihr dann in mein Projekt reingucken könnt. Ich habe jetzt ab, bis der Sommer vorbei ist, bis, also in 3 Monaten möchte ich 7 Nagellacke aufbrauchen. Ich hoffe, ich schaffe das. Und davon nehme ich 3 mit. Es sind 2 kleine und ein etwas größeres Fläschchen und ich werde euch einfach zeigen, was ich mitnehme. Zum einen habe ich einen Basecoat, den ich natürlich mitnehmen werde, der, ja, den ich jetzt einfach vergessen habe. Mein Topcoat ist aktuell das da und ich werde, bevor ich nach Hamburg fahre, noch meine Nägel lackieren. Deswegen wäre es schwachsinnig, wenn ich es ins Täschchen räume. Dann nehme ich mit diese 2 Farben, einfach um einen krassen, einen Alltagston, also den ich aktuell auf den Nägeln habe, ist so ein Alltagston. Der geht immer. Ich liebe diese Farbe. Ich habe davon noch 1 oder 2 Backups. Ich glaube, 1 Backup noch. Und dann, ich finde die Reihe halt einfach klasse. Und deswegen darf auch 1 gehen, weil ich eben noch 1 habe. Dann habe ich diese 2 Farben. Das hier ist wieder aufgefüllt. Komplett voll, weil ich ein anderes Fläschchen reingefüllt habe. Weil ich es einfach einfacher fand aus einem Fläschchen. Und die Farben sind ganz, ganz schön miteinander, finde ich. Es ist so ein richtig dunkles Rot. Und Hamburg ist meistens kalt und trist. Und da passt die Farbe total. Oder ich möchte das Gegensatz und etwas knallig. Deswegen nehme ich den noch mit. Genau, das sind die Nagellacke, die ich mitnehme. Zur Sonnenschutz werde ich von Ciaia die hier mitnehmen. Das ist die 50er. Und
ja, ich möchte noch ein Projekt am Laufen haben, während ich in Hamburg bin, mit Pröbchen. Deswegen kommt auch eine ganze Kiste Pröbchen mit. Dazu werde ich aber noch ein extra Video machen, wenn ich dann im Zug sitze. Bekommt ihr das Video zu sehen, so war der Plan. Sonnenschutz und ja. Dann habe ich palettentechnisch nämlich 3 Augenpaletten mit. Eigentlich wollte ich nur eine mitnehmen und dann habe ich gedacht, oh, wenn ich dann wieder in den Rausch komme, was dann doch zu kaufen, weil ich das gerade nicht da habe, benutze ich, nehme ich einfach 3 mit und gut ist. Zum einen habe ich von Urban Decay die hier. Ich nutze sie nicht, weil ich sie neu gepresst habe. Hier seht ihr auch, fehlt ein Lidschatten, weil der absolut krümelig ist, weil ich ihn neu gepresst habe und der einfach von der Formulierung her nicht pressbar war mit Alkohol. Der Rest vom Fest, sage ich mal, ist sehr gut. Ich möchte einfach ganz viele Hitte-Pens schaffen, einfach sie viel zu verwenden. Da ist eigentlich wirklich alles drin, was man so braucht für einen Look. Neutrale Töne, grüne Töne, blaue Töne, lila Töne, rosa Töne, also alle Töne. Wie oft habe ich Töne gesagt? Genau. Und dann, ne, ich nehme nur 2 mit, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dann nehme ich noch die Mrs. Bella Palette mit. Ist eine ganz, ganz schlichte, die ich eigentlich daheim lassen kann. Ich denke, die lasse ich trotzdem daheim. Was will ich jetzt einfach mit so vielen Paletten? Dann habe ich noch eine selbst zusammengestellte Palette. Ich werde diese Pfändchen, die ich nicht im Projekt habe, leeren und dann zu gucken, was da rein kann. Ich habe hier noch einen Bronzer, den Hololulu Bronzer, den ich aber nicht verwenden möchte. Eigentlich. Wobei der auch eine coole hat. Also ein Hitte-Pan zu schaffen wäre nicht schlecht. Aber ich habe ja aktuell auch einen Bronzer im Projekt drin. Dann möchte ich das hier noch mitnehmen, weil das einfach noch mal ein paar außergewöhnliche Farben hat, die ich sehr schön finde. Und ja, also vielleicht presse ich auch in die Urban Decay noch einen anderen Lidschatten rein, den ich aus einer einzelnen Palettensammlung habe. Einfach so ein einzelnes Fändchen. Vielleicht gibt es da ja was in der ähnlichen Farbe, damit man sich einfach orientieren kann, wenn ich es euch mal zeige. Die nehme ich mit. A, da habe ich verschiedene Highlighter und B, ich kann einfach die Palette nochmal intensiver austesten, wenn ich dann nur 2 Paletten habe. Und deswegen nehme ich für 12 Tage 2 Paletten mit. Eine Gesichtspalette sozusagen. Da nehme ich natürlich alle Produkte aus meinem Projekt mit. Ich hoffe, ich vergesse dann auch nichts. Das sind 7 an der Zahl, soweit ich weiß. Oder 6 oder 8, keine Ahnung. Was wir da mit reingenommen haben, ich habe echt keine Ahnung. Außerdem nehme ich diese Foundation mit. Das ist ja so ein Mix. Ich finde sie echt gut. Sie sitzt toll auf meiner Haut. Ich mag nur den Geruch nicht. Das riecht wirklich für mich nach kratzendem Hals. Das riecht ganz, ganz furchtbar. Und deswegen möchte ich sie einfach mitnehmen, um sie zu leeren. Und sie ist auch nicht ganz voll. Also ich denke, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte ist. Zum anderen nehme ich ja die MAC Foundation. Ihr seht, ich bin schon wieder einen kleinen Fortschritt tiefer und ich denke, dass ich sie in Hamburg aufbrauchen kann. Die möchte ich natürlich alle Projektprodukte möchte ich einfach mitnehmen, um sie einfach intensiv zu benutzen. Tue ich auch so, weil ich ja keine Schminkkörbchen packe. Also wenn ich ein Make-up nehme, dann benutze ich das hier oder halt habe jetzt noch ein anderes leer gemacht schnell. Schnell. Ja. Als Puder habe ich ja von der NYX Palette diese 2 im Projekt. Die möchte ich auch zuerst verwenden. Und dann habe ich hier von Astor noch 1, was ich gepennt habe, kann einfach aufgebraucht werden. Ich habe 7000 Puder bestimmt, deswegen hier. Ja. Als Concealer nehme ich 2 mit. Einen, den ich zufällig mitgewogen habe, obwohl ich ja, den eigentlich gar nicht im Projekt hatte, von L'Oreal. Vielleicht lasse ich den einfach in Hamburg dann und schmeiße den einfach weg. Weiß ich nicht. Dann habe ich hier von Bourjois ein, den ich eigentlich doch irgendwie gut finde. Ich habe den verwechselt mit einem anderen. Und der könnte jetzt gut im Sommer passen. Der ist etwas heller, aber nicht zu hell wie manch anderer Concealer, der halt eben für den Winter ist. Und deswegen nehme ich den mit. Als Primer Spray habe ich hier von Essence. Das ist ein Primer Spray, den werde ich aber nicht also als Primer benutzen, sondern als obendrauf. Denn als Primer nehme ich das da Britti mit. Das ist wie eine Tagespflege mit ein bisschen Schimmer, also minimal Schimmer. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, das hier mitzunehmen. Und dann habe ich Prime and Last Hydrating Primer Mist. Das ist halt eben, das kann ich als, als oben drüber, als unten drunter benutzen, wie auch immer. Ich denke, dass das auch in 14 Tagen leer sein wird, wenn ich das täglich benutze. Dann ist hier noch was drin,
was immer eigentlich in dieser Tasche drin war, das hier. Das nehme ich auch mal mit für den hellen Ton. Denn es wäre cool, wenn ich einfach in den Paletten Hitte Pens schaffe in der Zeit. Mal gucken. Aber das ist so gut pigmentiert. Wie lange braucht man, um ein Produkt aufzubrauchen? Ne? Wie viele Tage, wenn man es jeden Tag benutzt? Wahnsinnig lange. Ich rede auch aus Erfahrung. Eigentlich brauche ich auch diese Palette nicht wirklich. Ich nehme sie nicht mit. Das brauche ich nicht, weil ich doch hellen Lidschatten in meinem Projekt, glaube ich, habe. Ich weiß schon immer. Dann habe ich mir 4 Lippenkombinationen ausgesucht. Das sind Minis. Und ich bin guter Dinge, irgendwas aufzubrauchen in Hamburg. Ich habe da ja noch mein Lippenöl, das ich ja jeden Tag benutze und einen minimalen Fortschritt in 2 Tagen erzielt habe. Minimal. Bestimmt nur so 1 Milliliter oder sowas. Und das läuft aus und oh, gefällt mir gar nicht. Ich nehme so einen Smashbox Lippenstift mit für die triste Zeit. Dann nehme ich mir Rouge in Love von Lacombe. Ich glaube, es ist Lacombe. Das hier, das ist so ein schöner Frühlingston, der auch wirklich gut zu den Looks passt. Hätte ich ja heute auch benutzen können. Was bist du? Da nehme ich mit von Tarte so Nude, was ich gerne mit den Farben zusammenmischen kann. Einfach auftragen oben drüber. Das habe ich ja heute auch gemacht. Ich mache das eigentlich wahnsinnig gerne. Ein bisschen dunkleren Lip Liner und dann mit dem Lippenstift so ein Ombre erziehen. Finde ich mega geil. Und einen ganz, ganz knallroten von Dior. Die 999 oder die 666. Ne, ist die 9. Das ist der hier, der mir auch super gut gefällt. Und ich finde einfach, man kann doch mal die Minis wenigstens aufbrauchen. Einen großen schaffe ich eh jetzt nicht. Aber ein Mini kann man doch öfters benutzen. Das sind auf jeden Fall mal die Farben. Wirklich schöne Farben. Wenn ich gar nichts drauf tragen möchte, dann kann ich mein Lippenöl benutzen und gut ist. Dann ist hier noch drin eine Mascara. Ich werde auch die mitnehmen, die nicht wasserfeste. Ich werde euch nochmal mein Schminktäschchen zeigen, was ich letztendlich doch mit aus Hamburg wieder mitgenommen habe. Also das, was ich packe, packe ich jetzt schon mal und dann packe ich ja nochmal, weil es geht ja erst in einer Woche los. Aber es ist der hier, der Last 18 Stunden, den nehme ich mit, um ihn einfach leer zu machen, weil da echt nicht mehr viel drin ist. Ich wollte ihn ja eigentlich aussortieren und dann habe ich gedacht, nee, komm, brauchst du ja nicht. Wenn du den mitnehmen kannst, ist gut. Einmal diese Mascara und einmal die wasserfeste, die ich echt euch empfehlen kann, euch die einfach zuzulegen. Die macht so tolle Wimpern, also mir gefällt es wirklich gut. Sie ist wasserfest, aber ich kriege sie abends auch ab, was mich wahnsinnig macht, wenn ich Sachen nicht abbekomme. Dann sind hier noch 4 Produkte drin. Ich habe noch einen Lippenstift. Und zwar ist es ja fast auch ein Mini. Da war ein Gramm drin und ich bin ewig daran, das Ding da leer zu machen. Das habe ich vor 3 Jahren mittlerweile aus Hamburg mitgenommen. 2016 war das. Habe ich den bekommen. Und ich würde den doch gerne leer machen. Sonst fängt er noch an zu stinken. Also er ist schon so grenzwertig und da habe ich gedacht, nehme ich mit. Von Essence Make Me Brow. Dann kommt ja auch mein Augenbrauenstift und alle Produkte, die ich aus dem Projekt habe. Ich kann euch gerne das Video mal unten in der Videobeschreibung verlinken, was ich meine. Dann habe ich die Lidschattenbase von Essence. Die benutze ich im Sommer und die Pöttchen im Winter, weil das ist das Einzige, was bei mir wirklich hebt. Und wenn es in Hamburg aber kühl ist, dann kann ich auch das hier benutzen. Ja. Das kann ich auch mal probieren, ob ich das auch gut als Concealer-Unterlage oder sowas, weil es ein bisschen korrekten ist. Seht ihr das? Das benutze ich super gerne auch als Basis. Habe ich heute auch benutzt, wenn ich so hässliche Look schminke wie heute. Ich finde den Look super hässlich. Aber ich dachte, besser jetzt als nie dieses Video zu Ende zu bringen, weil ich muss es ja noch schneiden. Die 2 Teile aneinander fügen, ja. Mein Täschchen ist leer. Ich werde auch ein größeres mitnehmen, damit einfach alles in einem reinpasst. Dann habe ich noch einen Spiegel, den ich mitnehmen werde. Und ja, Pinzette und sowas. Mein Schwamm natürlich. Pinsel packe ich auch zusammen. Deswegen sage ich ja, letztendlich bringe ich die Sachen wieder mit. Lasse das Täschchen so, wie sie ist. Und zeige euch einfach dann letztendlich, was ich dabei hatte. Ich hoffe, das ist verständlich. Es ist in Ordnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sagt ihr mal, was auf
wenn ihr in Urlaub fahrt, auf was ihr nicht verzichten wollt oder auf was ihr immer mitnehmen müsst oder was ihr sogar in der Handtasche täglich mit euch rumschleppt. Ich bin nämlich auch so eine Kandidatin. Ich habe ganze Kosmetiktasche früher mit mir herumgeschleppt und habe sie nie gebraucht, bis ich an einem Tag es gebraucht habe und sie nicht dabei hatte. Also ich schleppe sie jetzt nicht mit, aber sie ist eigentlich immer gerichtet und immer da drinne. Aber ja, genau, ich packe die Sachen wieder ein und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao!